Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Ihr habt am Namen des Videos schon gesehen, heute geht es um Spekulation zum nächsten DLC. Und vorweg, riesiges Shoutout an Lisa, riesiges Shoutout an Vati. Vati hat ein Video gemacht, das werde ich euch unten verlinken und hat da schon richtig, richtig vieles gutes Zeug zu der Spekulation zum DLC gesagt. Das Witzige ist, vor einem Jahr ungefähr oder vor einem halben Jahr ungefähr gab es ein Video von mir, das verlinke ich mal hier oben. Da habe ich schon mal genau das predicted, was jetzt auch wieder predicted wird. Und ich würde das Ganze jetzt ein bisschen mit ein wenig mehr Leben füllen. Im Prinzip, wenn ihr das Video von Vati gesehen habt, dann werdet ihr einen Großteil schon wissen. Ich werde versuchen, das Ganze noch ein bisschen mehr aufzudröseln und meine Theorie dazu abzugeben. Wie gesagt, das alles ist nur eine Theorie. Wir haben da noch keine offiziellen Informationen zu. Wir wissen auch nicht, wann das DLC kommt. Aber ich würde sagen, wir starten direkt rein und schauen uns nochmal das Foto an, was uns From Software hier gegeben hat. Wenn wir uns das Foto anschauen, fällt sofort eine Person auf Torrent auf mit langen blonden Haaren. Und da würde man jetzt als erstes denken, okay, das muss eine Frau sein, wegen den langen blonden Haaren. Aber die Theorie besagt, dass das hier Mikella ist. Und Mikella ist ja der Bruder von Malenia, die wir im Halligtree besiegen. Und wir sehen Mikella hier, ich bin gerade da, in Mokwens Palast im Kokon. Und es liegt nahe, dass Mikella ist, da Mikella ja auch als Pseudonym für St. Trina gilt. Und der Besitzer war von Torrent, bevor wir Torrent bekommen haben. Darüber hinaus kriegen wir von Rani, die ja anscheinend ein bisschen mehr weiß, ganz am Anfang des Spiels eine Asche. Und zwar die Asche der einsamen Wölfe, womit drei Wölfe gespawnt werden. Und es gibt eine Statue, wo wir Mikella, St. Trina mit drei Wölfen sehen. Und es wird auch gesagt, dass der vorige Besitzer dieser drei Hunde, also die erschaffen hat. Und wir wissen, Mikella konnte solche Dinge erschaffen. Und auch das Torrent von Mikella erschaffen wurde. Also, es liegt sehr, sehr nahe, dass das hier Torrent ist, dass die Person Mikella ist und dass das Ganze in der Vergangenheit spielt oder in einer Zwischenwelt, einer alternativen Welt. Ich würde sagen, es geht hier um die Vergangenheit. Wir sehen da Mikella auf Torrent von damals und im Hintergrund der Baum, wo ich gleich drauf zu sprechen komme, ist auch der Anfang der Geschichte und nicht, wie man vielleicht vermuten würde, das Ende, weil es aussieht, als würde der Baum sterben, aber dazu gleich mehr. Also gehen wir davon aus, dass das hier Mikella ist, dass das hier unser Torrent ist und das Ganze hier in der Vergangenheit spielt. Ich hatte damals gesagt, es wäre richtig cool, wenn man nach Mokwens Palast, ich habe immer gesagt, diese ganze Mikella, Malenia und diese ganze Story ist so huge, so groß, dass es so Sinn machen würde, auch in dem Souls-Universum, dass wir hier Mokwen besiegen, irgendein Item im Inventar haben, diese Hand berühren und dann zack in die Backstory kommen. Mikella ist dafür bekannt, dass er verschiedene Schmuckstücke, unter anderem ja auch die Nadel, erschaffen hat. Es würde also passen, dass Mikella auch unsere Pfeife hier, womit wir Torrent rufen, erschaffen hat. Das wäre auch wieder so eine Kleinigkeit, die passen würde, dass die Spektralross-Pfeife von Mikella ist, weil Mikella der Erschaffer von Torrent war. Ein Ring mit filigraner Goldarbeit kann als Fingerpfeife benutzt werden. Kommen wir jetzt auf den Baum im Hintergrund zu reden. Da wäre ich tatsächlich nicht selber drauf gekommen. Da gehen mega Props an Vati raus. Der hat das ja auch richtig schön illustriert. Man sieht das Innere eines Baumes, der auch noch Gold scheint. Und drumherum gewickelt ist ein schwarzer zweiter Baum. Und das könnte suggerieren,
dass dieser schwarze zweite Baum dafür sorgt, dass der innere Baum quasi erblüht und größer wird und zum Leben erwacht. Die Theorie würde ich selber auch teilen, würde auch dazu passen, dass das Ganze hier in der Vergangenheit spielt und eben nicht in der Zukunft, weil in der Zukunft würde nicht passen mit Mikella und dass er so krank ist und das passt nicht. Ich würde wirklich auf die Vergangenheit gehen und sagen, der Baum erwacht dort gerade zu leben, zum Leben. Wenn wir uns mal zum Vergleich den Halligbaum angucken, könnte man auch denken, dass hier der Halligbaum gemeint ist. Weil wenn wir uns das Foto angucken und dann hier den Halligbaum, es sieht schon sehr ähnlich aus von der Struktur. Es gibt irgendwie so einen mittleren Strang und dann irgendwie so zwei äußere hier vorne, der ist abgebrochen. Wir wissen ja auch nicht, was in der Zeit passiert ist. Der Hintergrund passt. Also wenn ihr euch mal hier hinter, die Landschaft ist ja sehr nebelig, aber hier so ein paar Landschaften passen auch extrem zum Halligbaum. Das Ganze könnte natürlich auch der Halligbaum sein. Würde auch Sinn machen, wieso Mikella zum Halligbaum geht. Und zur ganzen Questline von Mikella. Also es könnte natürlich auch nicht der Erdtree sein, sondern der Halligbaum, der hier gezeigt wird. Oder der Halligbaum, dass der irgendwie zusammenhängt mit dem Erdtree. Ich muss dazu sagen, ich hänge da nicht so tief in der Lore drin. Deswegen, wie gesagt, checkt auf jeden Fall die Videos von Vati unten in der Videobeschreibung ab. Der macht extrem geile Lore-Videos zu Elden Ring. Die kann man sich auf jeden Fall gut geben, wenn man da ein bisschen mehr zu wissen möchte zu der Lore. Ich glaube, damit habe ich auch den Großteil und das Wichtigste genannt. Lasst mich gerne in den Kommentaren mal wissen, was ihr hofft oder was ihr vermutet, was da kommt. Es ist sehr, sehr, sehr viel Spekulation um ein einziges Foto, was uns gegeben wurde. Was man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass der Tweet "Rise tarnished and let us walk a new path together" heißt. Das könnte auch eine Anspielung auf Mikella sein. Es bleibt extrem spannend. Ich finde, die Theorien darum machen schon sehr viel Sinn. Und wie gesagt, vor einem halben Jahr habe ich schon oder wurde schon spekuliert und habe ich schon spekuliert, dass das ganze DLC sich um Mikella ranken wird. Und ich habe sehr gehofft, dass es sich um Mikella handeln wird. Wenn ihr das Video euch nochmal angucken wollt, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, folgt dem Kanal. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, falls noch neue Informationen ans Tageslicht kommen. Ich werde versuchen, sobald das DLC da ist, auch alles zu zeigen, was möglich ist. Und mich würde sehr ein Like auf dem Video freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.